Wir veranstalten heute diesen Aktionstag, um unseren Einsatz eben für Klimagerechtigkeit darzustellen und an vielen verschiedenen Orten hier in Münster, wo wir auf viele verschiedene Akteurinnen hinweisen wollen, die Anteil an der Klimakrise haben oder die eben symbolisch für Teile der Klimaungerechtigkeit stehen. Und wir fordern mit unserem Aktionstag heute Klimagerechtigkeit. Das bedeutet ein gerechtes Leben für alle. Deswegen beleuchten wir heute viele verschiedene Themen hier in Münster, die symbolisch eben für die Klimakrise stehen, beziehungsweise wo eben deutlich wird, wie auch in Münster im Anteil an der Klimakrise haben. Im Klimaalarmbündnis sind wir mit 10 Initiativen, die sich für Klimagerechtigkeit in Münster einsetzen, zusammengeschlossen. Wir führen vor allen Dingen Lokalaktionen durch, um die globale Klimakrise und auch Gerechtigkeitskrise zu thematisieren und in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Wir agieren lokal, um die globale Krise zu bekämpfen. Es freut mich, dass Sie alle gekommen sind, um mit mir die Erfolge des neuen Klimapakets zu feiern. Mit dem neuen Klimapaket wird nun endlich die CO2-Steuer eingeführt. 25 Euro pro Tonne CO2. Das macht umgerechnet sogar 7 Cent pro Liter Benzin. Aber die Pendler mit weiten Arbeitswegen bekommen dafür eine erhöhte Pendlerpauschale. So schonen wir das Klima, ohne dass die Autofahrenden finanziell belastet werden. Und die Firmen bekommen ihre CO2-Steuer über Subventionen wieder zurück. Wir können die Wirtschaft doch nicht überfordern. Es gibt zum Beispiel auch eine erhöhte Flugverkehrsabgabe. Damit sich die Flugtickets trotzdem nicht verteuern, haben wir die Lufthansa in der Corona-Krise noch stärker subventioniert. So können alle Leute auch weiterhin billig fliegen. Mit diesem absolut effizienten Klimapaket werden wir es natürlich schaffen, bis 2030 auf 55% CO2-Einsparung zu kommen. Und bei diesem Ziel unterstützen mich meine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ministerien voll und ganz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Den Fahrspaß in so einem Maße zu verringern, für gerade mal ein paar Menschenleben und einen geringeren Treibhausgasausstoß, das wäre doch, möchte ich sagen, gegen jeden Menschenverstand. Das will keiner. Auch beim Dieselskandal haben wir nur Erfolge zu berichten. Die deutsche Automobilindustrie und die Hersteller, das Kernstück unserer deutschen Volkswirtschaft, die verlieren kein Geld, da sie zum Glück nicht mit Strafen für ihren Betrug rechnen müssen. Ein Glück. Und dank des Software-Updates konnten wir den Stickstoffoxidausstoß ja auch um ganze 3% verringern. Das ist gut für unsere Umwelt und gut für unsere Gesundheit. Also zumindest für 3%. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.